Herr Haupt? Ja? Gehen Sie zu den Garagen an der Goethestraße und holen Sie die Tasche. Was wollen Sie? Tasche mit. Scheiße. Fuck. Hier ist Andreas. Hast du Zeit? Was ist denn los? Klingst nervös. Das kann ich dir jetzt nicht sagen. Hast du Zeit? Das ist deine Alte. Schön wär's. Schön wär's? Halt's Maul! Ich hab jetzt keine Lust, mir deine beschissene Mütze anzuhören. Sorry, du kannst herkommen. Ich muss hier nur noch ein wenig aufräumen. Achso, ich hab heute noch nichts zu Abend gegessen. Kannst du jetzt ein paar Döner mitbringen? Gottverdammte Scheiße. Alter, in was hast du dich denn reingeritten? Was heißt hier reingeritten? Da versucht mich jemand gehörig zu verarschen. Okay. Am besten du gehst zu den Bullen. Die können dir bestimmt weiterhelfen. Ich war ja auf dem Weg dorthin, als mich jemand auf dem Handy angerufen hat, das mir heute Morgen zugesteckt wurde. Ich hab, seit ich aus dem Schützenverein ausgetreten bin, keine Waffe mehr in der Hand gehabt. Warte mal, da ist noch mehr. Ihr Ziel ist David Kaufmann. Eliminieren Sie ihn am Abend des 12. September. Er wird sich bis 21 Uhr im Rathaus aufhalten. Erfüllen Sie den Auftrag, bevor er das Gebäude verlässt. Alter, die wollen dich nicht verarschen. Die halten dich für einen Auftragskiller. 100.000 Euro Gage und eine Tasche voller Waffen? Na, Weidmanns Heil. Wer zum Teufel verwechselt mich mit einem Auftragskiller? Sag mal, dieser David Kaufmann, war das nicht der, der die Köhler-Töchter umgebracht hat? Und nach dem Prozess freigesprochen wurde? Also an deiner Stelle würde ich schleunigst zu den Bullen gehen. Aber die Tasche lässt du hier, sonst buchten die dich gleich ein. Wenn Sie noch einen Schritt Richtung Polizeirevier gehen, sind Sie ein toter Mann. Haben Sie das verstanden? Erledigen Sie den Auftrag, die Zeit wird knapp. Wer zur Hölle sind Sie?
Mandy? Hallo? Warum haben Sie Ihren Auftrag nicht erfüllt? Hören Sie, ich habe keine Ahnung, wovon Sie reden. Ich bin kein Auftragskiller. Ich bin ein stinknormaler Anwalt. Wir haben Ihre Frau. Sie Elender! Gehen Sie zum Gasthof zum Bergmann. Kommen Sie hinten rein, oberste Etage. Er ist jetzt da. Na, guten Tag, Herr Haupt. Schön, dass Sie zu uns gefunden haben. Wir sind hier ein bisschen versteckt. Ich hoffe, Sie hatten einen guten Weg. Ich habe im Moment andere Probleme. Kommen Sie erst mal mit in mein Büro.